Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Im Ernst, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich sagen soll. Danke, Leute, ihr seid einfach der Hammer. Meine Fresse, dass ich diesen Tag noch erleben darf. Im Ernst, damit habe ich selber, ehrlich gesagt, nicht mehr gerechnet. Ich möchte mich nämlich einmal bei euch extremst dafür bedanken. Aber zum anderen möchte ich erstmal einer anderen Person meinen Dank aussprechen. Ohne ihn wäre es nämlich gar nicht möglich gewesen. Nämlich Recon LP. Das Ding ist nämlich dieses, dass ich dank ihm und vor allem auch dank euch, da bin ich wirklich stolz drauf, endlich die 50 Abonnenten-Marke geknackt habe. Ist das der Hammer oder was? Alter Schwede. Ich weiß, für einige hört sich das jetzt so an, dass es so lächerlich klingt. Weil 50 Abonnenten sind ja nicht gerade viel. Und jetzt einige denken. Aber für mich ist das ehrlich gesagt ein großer Meilenstein. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bisher noch nie 50 Abonnenten. Noch nie. Und ich bin wirklich, wirklich stolz darauf, sagen zu dürfen, dass ich wirklich mich auch versucht habe anzustrengen und dass ich auch ehrlich gesagt das in gewisser Art und Weise verdient habe, finde ich. Das soll jetzt nicht irgendwie hier egoistisch klingen oder so, ganz im Gegenteil. Es ist einfach so, dass ich Entschuldigung. Es ist einfach so, dass ich mich freue, dass ich endlich wirklich diese 50 Abonnenten-Marke geknackt habe. Ich bin euch so unendlich dankbar dafür. Und ja, viel kann ich auch in dem Sinne gesehen jetzt nicht wirklich machen. Ich wollte eigentlich nur ich bin einfach nur noch wirklich extremst dankbar dafür, dass ihr mir das wirklich ermöglicht habt. Und ich bin einfach stolz und einfach nur sprachlos im positiven Sinne. Wirklich, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich wirklich mal das Glück haben würde. Und eine kleine Sache möchte ich noch vor anmerken, denn zum einen wird es mit Kingdom Hearts und Hyper Dimension Neptunia natürlich noch weitergehen, beziehungsweise mit Neptunia wird es jetzt nur noch ein Part erstmal geben. Danach muss ich erstmal das Projekt vorläufig pausieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich das abbrechen will oder sonstiges, na, gar keine Frage. Aber ich habe mir etwas anderes überlegt in dem Sinne. Ein Projekt, das selbst ich nicht mal kenne, was ich dann in dem Sinne starten möchte demnächst. Deswegen wird es so sein, dass Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1 in dem Falle vorzeitig dann pausiert wird. Ich werde auch natürlich weitere Videos produzieren, gar keine Frage, also es wird Neptunia weitergeben. Aber erstmal halt ein anderes Projekt, was selbst ich nicht kenne. Ein Freund von mir hat es mir geschickt und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, was mich erwarten wird. Heilige Makaroni. Ja, auf jeden Fall das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich bin wirklich euch extremst sehr, 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 sehr dankbar dafür. Kann ich einfach nicht anders sagen. Und ihr seid einfach nur verdammt nochmal saugeil. Wirklich. Extremst saugeil. Gut. Das war's auch mit dem, ich sag mal, kleinen Abonnenten-Special. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal herzlich dafür und möchte nur noch Folgendes sagen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich wie immer, wenn ihr wollt, einen Daumen hoch geben. Natürlich, wenn ihr wollt, auch abonnieren nicht vergessen. Und demnächst, wie gesagt, geht es dann mit Kingdom Hearts und Hyper Dimension weiter. Und danach mit dem Fragezeichen-Projekt. Nennen wir es einfach mal so. Und ich kann auch von dir noch sagen, bis dahin, ciao, ciao, euer The Life Force.